Willkommen zu einer weiteren Folge The Forest mit dem Lima Quartus. Wir sind hier unten und... Drei Viecher, drei Albinos. Drei weglaufende Albinos, das ist aber nett. Lustig, kümmerst du dich um den, ja, ne? Was wollt ihr, haha? Ich hätte euch einfach beide gleichzeitig zu Tode. Die Axt macht übrigens sehr viel Schaden, damit du Bescheid weißt. Ist mir was aufgefallen. Auch wenn du langsam tust. Ey Leute, ich hab nicht mal geschlagen, mein Typ einfach automatisch angehittet. Oh, hier ist nochmal ein Durchgang. Oh, ein paar Steinchen. Wollen wir jetzt mal erkunden? Oh, da ist noch einer hinter uns. Ein Verbrannter. Der hat's überlebt. Ist hier irgendwo sonst Loot? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich hab grad keine Ausdauer, lass mal ganz kurz Ausdauer regenerieren, bitte. Und wenn du willst, kannst du auch noch was reinwerfen, Toasty. Ich glaube, das ist für dich am ehesten. Also so ein Leuchtfackel oder sowas. Ist das hier ein Bossraum? Weiß es nicht. Ich glaube, wir hatten gerade schon einen kleinen Bossraum. Das hier sieht aus wie ein Lootraum, ziemlich großer. Weil ich sehe da unten keinen Loot, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Aber irgendwas muss da unten sein, wenn man da unten hinkommen soll. Oh, ich hab Timmy. Ein Bein. Für einen Roboter. Roboter? Ja. Wow. Was bringt uns eigentlich dieser scheiß Roboter? Ich check's nicht. Ich glaube, den brauchen wir am Ende. Genau. Als ob wir einen Roboter brauchen, um fucking Timmy zu retten, davor, dass er mutantisch wird. Bitte mutantisch? Ja, kein Plan. Ah, hier ist, ist das hier? Warte, ich muss kombinieren. Böses Haus. Ah, ne, du kombinierst. Und hier ist nochmal so eine Tür und da geht's raus hier bei mir. Übrigens ja. Tag gerade. Oh, dann ist das der Eingang ins. Ja. Da sind böse Gegner. Du musst ja übrigens mehr. Ja, noch nicht. Tosti, ich wollte erst durchgucken. Lass mich. Och, Mann. Ja, so viel steht fest, jetzt sind wir unten. Auch aufgefallen. Und durchkämpfen. Ich hab keine Waffe. Oh fuck, ich hab keine Waffe gekürt, ich dummer Mensch. Ich muss mal ganz kurz hinter der Tür verstecken. Anderer Albino, komm her! Boah, hier war eine Mücke in meinem Zimmer. Ich hab mit meinen Händen totgeschlagen, glaube ich. Geh mal davon aus, dass wir uns komplett auf die andere Seite dieser Mauer hier kämpfen müssen, Toasty, damit wir zu dem Helikopter kommen, ne? Ah, nee, doch nicht, der Helikopter liegt direkt hier bei mir. Mit einem. Aber im Helikopter war doch auch irgendwas krasses, was ich meinte. Machete meinst du, meine Ach ja, Zubericht. Machete. Machete. Oh Gott. Pussy. Egal, den schaffen wir zu zweit. Ich hab keine Ausdauer, ist das Problem. Ich auch nicht, egal, hilf mir einfach. Wechsel, wechsel. Oh Gott, der wirft Steine. Halt ihn mal still. Hast du noch deinen Flammenwerfer, Toasty? Nee, der ist auch. Oh, meine komplette Mutantenhaut ist weg. Egal. Da kommt noch ein Albino. Oh, fuck, jetzt hab ich gesehen, das ist falsch aus. Ich hab vor allem keine Ausdauer, ist das Hauptproblem bei mir gerade trinken. Okay, der Albino rennt weg. Bin down. Wie, du bist down? Er macht die Hälfte Leben, ne? Mit einem Hit. Ich sag dir Bescheid, wenn ich komplett dead bin, ne? Also kurz davor. Hast du ihn, Toasty? Ne, noch nicht. Ich komm kurz rüber gesprintet und revive mich, Toasty. Hab ihn. Und da kommen halt die ganze Zeit... Hälfte von dem toten Kopf. Da kommen halt die ganze Zeit Mutanten. Ja, bei mir sind locker zwei. Ja, ich weiß. Übrigens, er ist tot, ne? Du brauchst, ich hab den easy peasy ohne dich geschafft. Nicht Spaß. Ich bin absolut One-Hit, bitte sag Bescheid, wenn da so ein Viech von hinten kommt.
Achte ich gerade selbst nicht drauf, also chillig. Oh Gott, das Ding hat mich ja angegriffen, hat mich gemerkt. Pass auf, da kommt noch eins. Dann bleib stehen und stirb! Gut, chillig. Warte noch kurz. Auch schön, dass hier ein fucking umgestürzter Heli liegt, ne? Das ist wahrscheinlich. Vor allem, ich frag mich, wie man einen fucking Heli zum Abstürzen bringt, ganz ehrlich. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Zum Dreh, ah, das Gucci-Kopfer mit Klamotten. Hier ist die Machete, ne? Hast du die schon? Ja, wo? Hier bei mir. Ah, da. Geschwindigkeit ist hoch. Schaden ist Mitte. Hat eine höhere Geschwindigkeit, aber ich glaube. Uff, höher als das Katana, so wie es sich anfühlt. Toll, dafür hat es sich jetzt aber gelohnt hier. Oh ja, schicke Klamotten, hast recht. Warte, kann man mit der Machete. Kennt du hast einen Anzug an, Toasty? Ich weiß. Ah, Machete. Das hab ich eigentlich gerade an, den Lederjacke, oder? Du hast auch einen Anzug. Lederjacke mit weiß und so komischen Stiefeln. Du hast auch einen Anzug, so wie ich an. Können wir das hier saufen? Ne. Schade. Okay, abbauen. Das ist ein richtig guter Schuss. Oh Gott, Hilfe. Wo bist du? Dossi, komm mal hoch zu mir, komm mal hoch zu mir. Mein Bildschirm wackelt die ganze Zeit in deiner. Auch. Ich hab keine Feuerfrage mehr, warte. Oh. Unfreundlich, hallo, hört auf. Ich hab keinen Alkohol. Arschbomben, Bauchklatscher zu machen. Ich bin auch noch zu dumm. Kann ich mal verrecken? Wie halten die denn aus? Oh. Du bist ja gegen komplett daneben. Hab ich auch gemerkt. Oh Gott, Hilfe. Ist er dead? Er ist dead. Beide sind dead. Oh ja. Erstmal die ganzen Pfeile raussammeln. Kann ich da irgendwie. Oh ja, die kannst du wieder häuten. Mhm. Ah, licher, licher. Und was ist das? Ach, das war noch ein Pfeil. Okay, die waren entspannt. Wir müssen mehr mit Bogen spielen, habe ich so das Gefühl. Toasty. Ja. Willst du jetzt noch wirklich weiter gucken? Ja, klar. Komisch animiertes Wasser. Da hinten. Oh, da. Oh Gott, da hinten. Hier ist der Lootraum. Der was? Loot-Ecke. Ein so. Junge, was ist das denn hier für Wasser? Ja, das sehen wir gerade auch. Ah, ich sehe es, okay. Fighten die gerade gegeneinander? Nee, ich dachte gerade schon. Erstmal den Beini-Typen da, ne? Ja, chill mal kurz. Wir ziehen anzünden, Toasty. Lauf. Einfach nur lauf. Toll, jetzt hast du den Weg. Oh, ich bin fast an derselben Stelle runtergefallen wie du. Oh, oh. Kann der Dude mal verrecken? Hallo? Er ist oben, Lauf! Er ist umgekippt, er ist tot. Oh, das war knapp. Hier im Wasser ist er gestorben. Oh, ja. Sag jetzt bitte nicht, dass wir ihn hier nicht looten können. Doch, ich konnte ihn gerade looten. Aber ich glaube, das wird nichts. Hast du bekommen? Pfeile nur, aber nicht. Die Haut von dem gut, oder? Egal, dann komm. Es wird nach. Ah, doch, hier, warte mal, jetzt gerade konnte ich. Pass auf, da sind. Ah, die trauen sich ja nicht ins Wasser. Ich würde gerne noch bei Tag looten und nicht bei Nacht, also. Habe ich das jetzt aufgesammelt?
Nee. Warte, wenn ich das von hier aus loot, das ging. Ja, du kannst ihn einfach hier von dem Land aus looten, wenn es, ja. Scheint zu funktionieren. Oder? Ja, das funktioniert. Boah, jetzt habe ich 4 Mutantenrüstungsteile, Toasty. Oh, nass, ich auch. Okay, die Typen da am Wasser scheinen beide, ja, sind hoffentlich beide, ja, sind beide dead. Kommst du looten schnell? Da ist, glaube ich, übrigens noch irgendwo einer. Ich sehe keine mehr. Warum ist hier nichts drin, Alter? Hä? Sind die Kisten bei dir auch alle leer? Ja, erstaunlicherweise schon. Ne, die hier nicht. Ja, so da. Welche? Oh. Ich war denn jetzt bei dir nicht leer, Toasty? Einer war so da drin. Wow. Ich bin übrigens gerade dabei zu erfrieren. Ich glaube, die Teile kann man gar nicht kaputt machen, oder? Ja. Was ist denn überhaupt? Hm? Hä? Was ist los? Das waren eigentlich alles Dynamitkisten, aber da war nichts drin. Zum Scheiß. Brauch mal kurz ein Lagerfeuer. Ich höre Geräusche, aber ich sehe nichts. Ich sehe keiner. Okay, steht fest. Ich höre, aber ich sehe nicht. Das mag ich nicht. Andersherum wäre es mir lieber. Du siehst, aber du hörst nicht. Ja. Komm drauf an. Vorschlag zur Jüte, Toasty. Setz doch einfach deine Kopfhörer ab. Okay. Nein, stopp. Mir wesentlich lieber als zu hören und nichts zu sehen. Essen fertig. Ich würde sagen, wir haben die hier erfolgreich ausgerottet, Toasty, ne? Was heißt ausgerottet? Die respawnen hier. Naja, wenn sie nicht respawnen würden, wären sie alle tot. Ja, und wie kommen wir jetzt hier raus? So wie wir reingekommen sind. Oh, viel Spaß, ne? Wir können auch einen Checkpoint laden, aber dann hätten wir den ganzen Stuff nicht. Hm, den brauchen wir, aber den Stuff, wir brauchen eine Machete. Macheten sind cool. Okay, komm, lass gehen, Toasty. Warte, lass mal auf einmal außen herum gehen, also da, wo die Monstergeräusche herkommen. Na, wo denn? Warte, ich muss noch kurz was anderes machen. Ah, hier ist noch eins im Wasser. Wieso ist da nicht gestorben? Komm mal mit. Aua! Ah, ist erstickt, Loser. Oh, hier geht's gar nicht lang. Doch, nee. Kannst du mir kommen, Toasty? Hier könnte es vielleicht noch lang gehen. Muss ich dafür schwimmen? Also im animierten Wasser. So. Nee, aber hier sind auch keine mehr. Hä, aber wo ist denn diese Plattform, die da zwischendurch war, Toasty? Wo kommen wir denn da eigentlich? Wo kommen wir da hin? Ich glaube durch andere Höhlen. Ich denke auch. Wollen wir da noch weiter gucken? Weil mit der Höhle erforschen sind wir ja noch nicht fertig. Mhm. Gar kein Bock, wenn da jetzt die Fetten wieder gespawnt sind alle. Ist auch ganz chillig. Boah, die ganzen Fliegen bei den gleichen Geringen. Können wir das hier wieder runternehmen? Oh ja. Schließt sich das Tor dann wieder? Nee. Komm mal durch, Toasty, ich habe noch nicht ganz runtergenommen. Wie kann ich das? Den scheiß Stein loswerden! Ich kann den nicht runternehmen. Doch, ich kann eh drücken bei den Teilen. Ah ne, wahrscheinlich nur, weil das einer zu viel war oder so. Ich habe auch keinen Plan. Ja, wahrscheinlich. Jetzt habe ich Steine im in der Hand, Junge, was zur Hölle. Ah, du Opfer. Ich bin so froh, dass hier keine Fledermäuse mehr sind. Oh mein Toasty, ne? Klingt die ganze Zeit so, wenn ich durch die Teile durchgehe, als hättest du fucking Dynamit hinter mir in der Hand und würdest mich gleich wegspringen. Vor allem schon angezündet und so. Check immer nicht, dass die Muster auch irgendeinen Sinn und Zweck haben, oder ist das nur, falls man runterfällt? Guck mal, ich kann schon wieder ein Bein hier mitnehmen, Toasty. Oh ja, es liegt da, aber ich kann es nicht aufsammeln. Ah doch, kann ich.
Jetzt haben wir beide Beine. Easy get wrecked. Aber wenn das beides nur rechte Beine sind, dann hä? Egal, Krüppelspielzeug. Au. Mann, warum kann man die scheiß Tore nicht wieder zumachen? So wichtig. Ja, ich habe keinen Bock, dass hinter uns irgendwas langläuft. Man muss halt mit der Gefahr leben, ne? Und danke, dass du so schnell vorkommst. Wow, ich bin ein Monster, ich bin hinter dir. Okay, die Ziele sind zum Glück nicht mehr respawned. Waren wir hier? Ne, hier waren wir nicht. Doch, hier waren wir. Lass mal den anderen Weg nehmen. Komm mit, wir müssen hier wieder durchs Wasser. Ja, lass mal den anderen Weg nehmen. Da geht's nicht weiter, Toasty. Das ist eine Einwand. Also außer da, die Hülle geht's nirgends so weiter. Wir müssen hier wieder zurückschwimmen. Yay, ich hab richtig Bock. Ich seh nix. So far ist das ein anstrengender Content, den ich nicht schneide und nicht bearbeite. Ja, ich bin auf dich drauf geklettert. Man konnte springen. Easy. Ich bin trotzdem vor dir da. Ich bin auch später reingegangen. Immer diese Ausreden. Bitte hier keine Viecher. Bitte hier keine Viecher. Ah. Oh nein, hier sind ja Viecher. Ja, ich muss sagen. Ist hier kein Alkohol? Warum ist hier kein Alkohol? Aber ich habe ein Bein. Ja, ich komme. Ach, ich bin schon wieder dabei zu erfrieren. Oh ja, erfrieren ist mit Abstand das Nervigste, was passieren kann, wenn man in der Höhle unterwegs ist, finde ich. Ich nehme aber irgendeine Axt in die Hand. Mann, wenn man eine Fackel in die Hand nimmt, kann man daran was ändern? Ja. Fackel ändert. Ich nehme immer die Axt, mach kombinieren mit Papier. Kombinieren. Nimm die in die Hand. Und zünd die Axt an. Übrigens gehen wir gleich durch Wasser, das heißt, wir werden gleich eh wieder frieren. Ja, ich heiz mich da mal kurz auf. Oder man geht. Na, oh, was? Durch. Das war. Was? Standest auf dem Wasser, Junge. Egal. Oh, ah, Fackel, gut. Ah, deine Fackel, ah, nee, ist meine ausgegangen. Fackel ist noch im Wasser weiter. Oh, zwei, drei Viecher. Kurz an, merke. Jetzt sind vier. Es sind noch mehr als vier. Junge, wie viele sind da denn hinter dir? Noch einer? Muss ich sonst kommen her, wenn es zu brenzlig wird, ne? Das sind die Krabbeln auf allen vier. Noch einer von hinten. Das war jetzt stressig gerade. Okay, Small Legs hier gerade. Loot. Sehr viel Loot. Ja, dann hüllen wir dabei. Alles leer. Die Kissen sind wieder alle leer. Hier ist ein Schriftzug. Wie, wo? Boah, ich werd heiser. Oh ja. Ob die Kisten schon wieder alle leer sind? Was ist das? She's not dead. Also es waren ja beim letzten Mal nicht mehr alle leer, ne? Tosti. Ja. Müssen die trotzdem. Nur jetzt TNT bei mir. Sie ist nicht tot, merkt ihr das, ne? Sie schläft nur. Das nimmt mich gerade irgendwie an irgendein Zitat von Rammstein. Ich bin mir nicht sicher, wie er. Hier ist Munition. Wo? Hier in dem Stein. Da war bei mir Munition. Für die mega krasse Waffe, die wir noch nicht mal zusammengebaut haben. Nice. Weißt du, dass wir hier lang müssen? Vor allem, der fokussiert die scheiß Kisten nicht. Das triggert mich am meisten. Und uns immer auf die eine Kiste schlagen, einmal vorher. Was ist das? Ich kann da auch nichts sehen, kurze Anmerkung. Ja, da ist noch nichts. Ist aber eine Sackgasse.
Ja, ist eine Sackgasse. Hier ist ein dünner Schutz im Wasser. Machst du kurz ein Lagerfeuer, Toasty? Warte, meine To-Do-Liste wurde gerade aktualisiert. Das hat mir gerade Angst gemacht, warte. Was soll ich machen? Ob du einmal kurz ein Lagerfeuer bauen kannst. Wofür? Oh, Hunger. Ich hab Hunger, absolut. Ja, mach ich. Ich muss was schlürpen. Mach ich, Schatz. Hier. Ups. Sind das Arme oder was liegt da? Das steht da nicht. Ja, Füße. Ne, hab ich nicht, warte. Ich hab noch mehr als genug Essen im Inventar. Ich hab vorhin so viele Viecher genietet. Da ist mein Fix noch. Ich dachte gerade ganz kurz, dass schon wieder Tag wäre, Toasty, und ich ohne es zu bemerken die ganze Nacht schon wieder mit dir durchgezockt hätte. Es ist aber erst 22, 23 Uhr. Morgen ist eh ein entspannter Tag. Das Ding ist, wir haben unsere Noten schon bekommen. Unser Lehrer meinte nur so zu uns, hier. Ihr wisst, wir müssen jetzt eigentlich nichts mehr machen, ihr könnt eigentlich ganz entspannen. Sollte aber einer von euch nicht zur Schule kommen und so, und denken, ja, ihr habt die Noten schon, deswegen braucht ihr nicht zur Schule kommen, dann gibt es sofort schlechtere Noten. Und er meinte, wir müssen nur zur Schule kommen und dann sollen wir ganz entspannt machen und das machen wir eh nur noch so Filmeabende. Entspannt, würde ich sagen. Ja, Mann. Es fehlt nur noch Bauch und der linke Arm. Ne, rechter Arm und Bauch fehlt noch. Dann habe ich den fertig. Und du? Bei Robotern? Bei mir fehlen noch ein paar mehr Teile. Echt? Bei mir nur Bauch? Ja, ich habe beide Beine. Nee. Ja. Nee, du hast nur ein Bein. Nee, ich habe beide Beine. Nein, du hast nur ein Bein. Ich habe beide Beine. Ich sehe nur ein Bein. Ich habe beide Beine. Du läufst so rum wie so ein Cowboy, weißt du? Auf der einen Seite ist so die Waffe. Dann hat man dann noch so den Gürtel rum. So sieht das aus. Okay, bist du fertig? Ja. Okay, komm. Muss das sein? Nein, ich hab's nicht geschafft. Gut. Hier ist eine Kiste. Aber Kisten ohne Beschriftung schon wieder, da wird nichts drin sein, oder? Nix passiert. Siehst du hier auch die Kiste? Wir trinken. Oh, ja, Soda. Okay, du bist einfach nur blind. Gut zu wissen. Pass auf, Toast, hier können schon wieder diese nervigen Krabbelbabys rumlaufen, ne? Ich weiß nicht, wo du hin bist, hast du da hin? Einfach mal im Namen folgen, Toast. Kann es sein, dass wir hier hinten nicht waren? Oh Gott, hier ist nicht was. Was ist das? Ein Stromgenerator mit einem tiefen Loch. Warum ist der im Wasser hier Umweltverschmutzung? Erstmal in Land bringen, das Teil. Weil da ist ja eindeutig Diesel drin, das heißt, wir sind gerade. Ach, gar keinen Bock. Was? Ist das hier eine Sackgasse? Ich sehe nichts. Ja, Sackgasse würde ich mal behaupten. Ja. Okay, Herr, dann war's das schon hier, oder was? Ich sag dir, im Loch ist irgendwas. Ist ja traurig. Ich hab mir hier mehr auf. Wir haben noch nicht mal den großen Lootraum gefunden. Ja. Hier kommen wir übrigens her, Toasty. Ah, okay. Können wir kurz
Ausdauer regenerieren, bitte? Kannst du einfach so normal weiterlaufen. Gleichtempo. Regeneriert man auch. Dann lass mal gleich die anderen Höhlenangänge erkunden. Ach, das Seil hochklettern, ey. Das hasse ich. Kann das schnell machen, ey. Runter ist nice, hoch ist scheiße. Scheiße, ganz ehrlich. Ich hab die ganze Zeit ein Popo im Gesicht. Oh, hier oben ist wieder eine Sauerstoffflasche. Oh, ja. Und wie die Items einfach instant schon wieder respawned sind. Okay, hey, wo sind wir hier? Ah, hier. Warte, guck mal, Toasty, können wir mal ganz kurz da durchgucken, ob da noch so Bosse sind, weil wir sind jetzt gerade ein bisschen höher. Ich frag mich, ob da jetzt wieder die, ob die Viecher da noch sind oder ob die da wieder sind. Nee. Okay, das war der Tür-Boss-Raum. Jetzt hier so runter von. Ach, es ist Nacht, oder? Lass das ist nicht der Ausgang, noch lange nicht, Toasty. Ich nicht? Oh. Nein, noch lange nicht. Oh ja, dann habe ich echt schlechtes Gedächtnis. Merkt man. Danke. Wie stelle ich mir vor, dass es nicht positiv von dir gemeint war? Nee, ich habe den nur zu. Guck mal, hier waren auch mal Türen. Das sind die Teile, worauf die Türen sind. Ready first. Yay! Ah ja. Ach, ich erinnere mich. Drüben. Kannst halt komplett hochklettern an der Wand, Toasty, ne, wenn du willst. Nee, ich verzichte. Oh, nee. Na, ich würde sagen, Eckhart, das ist ich. Verlasse jetzt noch die Höhle. Ich höre absolut nicht, was du sagst im Moment.